Ladies and gentlemen, it's happening again on YouTube. Beef between ABK and Supergay. Ja, Leute, tut mir leid. Es wird keinen richtigen Kampf geben, denn einer der beiden Parteien ist ein richtiger Waschlappen. Und ein kleiner Tipp, der hier ist es nicht. Und ja, Leute, ich weiß, eigentlich passt dieses Beef-Thema so gar nicht zu meinem Kanal. Aber was soll ich machen? Man kriegt nun mal die größte Reichweite, indem man solche Vorkommnisse thematisiert. Ihr könntet ja auch mal so auf meinen Shit reagieren. Ich wäre ja dämlich, dies nicht zu nutzen, bei einem fast 1 Million und einem 400.000 Abonnenten starken Kanal. Außerdem feiere ich ABK. Ja, ich sehe mir seine Videos an und feiere seine Art. Ein intelligenter Kanacke, der auf asozial macht. Genau mein Humor. Aber worum geht es eigentlich hier? Nun, wer auch immer auf dieses Video gestoßen ist, Grüße gehen raus an die ABK Army, sollte es bereits wissen. Aber hier einmal die Kurzzusammenfassung. ABK erstellt vor 5 Monaten ein Video, wo er sich über die Ausdrucksweise des Adrian lustig macht. Dieser bemerkt das Video und erstellt ein Reaktionsvideo. Ein ganz normales Geschäft auf YouTube eben. Es schien auch nicht so, dass er sich vom Inhalt des Videos beleidigt fühlt. Ich hatte sogar das Gefühl, dass er es selber feiert. Aber dann, nach 5 Monaten, fällt dem guten Adrian auf, er wurde diskriminiert. Es hat, also eine Reaktion hat multiple aufgemacht. Und ich habe das Video selber eigentlich voll als Humor gesehen, weil er hat gar nicht mich als gay irgendwie angegriffen. ABK, you need to teach the people who want... Dann entschloss er sich eben, sein Video zu löschen und zusätzlich das Video von ABK sperren zu lassen. Ich kann nur vermuten, dass Adrian eine neue Rolle für sich gefunden hat. Die Rolle eines Kämpfers gegen Schwulendiskriminierung. Und ein Kämpfer braucht nun mal einen Feind. Was würde sich da besser anbieten, als diesem Feind ein Gesicht zu geben? Und es sollte wohl das Gesicht des Mannes sein, welchen sich gefühlt 90% der Schüler Deutschlands als Lehrer wünschen. ABK hat das mal gut zusammengefasst, was wohl die Hintergründe beim Sinneswandel des Adrian sind. Da sein Video bereits gelöscht worden ist, bleibt leider nichts anderes übrig, als euch das Reaktionsvideo von Hakim zu zeigen. Oder Hakim. Sorry Bruder, wenn ich den Namen falsch ausspreche. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß jetzt, warum der plötzlich nach 5 Monaten auf einmal so reagiert hat. Vor wenigen Tagen endete zufälligerweise die sogenannte Gay Pride bzw. der Pride Month. Das ist so eine Veranstaltung, wo man sich unter anderem gegen Homophobie und so einsetzt. Und gerade bei solchen Pride-Paraden rufen die auch des Öfteren einen bestimmten Slogan namens Speak Up. Deswegen hast du die ganze Zeit in deinen Story Speak Up geschrieben. Speak the fuck up. Please speak up. You need to speak up, cause I didn't speak up. I am speaking up. Just speaking up. Speak up. Speak up. Speak up. Anders könnte ich es mir auch nicht erklären, dass eine nach 5 Monaten auffällt, diskriminiert worden zu sein und solche Maßnahmen wie die Sperrung einzuleiten. Käme ja nicht gut rüber, wenn man das Video von Leuten feiert, denen man vorwirft, gegenüber Schwulen diskriminierendes Verhalten an den Tag zu legen. ABK hat auf jeden Fall dieses Thema und die heuchlerische Art des Adrian in einem gestrigen Video thematisiert und was soll ich sagen, es ist weg. Bruder, du hast so dermaßen auf YouTube verschissen. Wie war nochmal dein Zitat? Erstmal war ich grün, dann wurde ich gelb und jetzt sogar rot. Ich fürchte, wenn das so weitergeht, wird die ABK-Bewegung noch irgendwann aufmarschieren gegen die YouTube-Zentrale in Deutschland, nur damit du grün wirst. Mit einem kleinen Zwischenstopp bei Tube One, der Haiwan Gang, die dein Video hat sperren lassen. Im Netz geben sie sich ja als... kleinen Moment, da hat es einen kleinen Fehler gegeben. Moment. So, jetzt ist es korrigiert. Alles in allem kann ich nur sagen, dass es ein echt widerlicher Zug von Adrian ist, sich als Kämpfer gegen Diskriminierung aufzustellen, indem er den Ruf eines anderen ruinieren will. Ganz, ganz armseliges Verhalten. Aber da er schwul ist und da er auf YouTube besonders geschützt ist, überlasse ich es meinen Assistenten Smith, sich ein Urteil über diese Person zu bilden. Smith! Schau mal! Sprich, reportieren, Pipa! Everybody, everyone, I know. I brought a demonstration for me, so fine. Everybody, everyone, I know.